Ahoi, was geht ab, Leute, Junge? Großes Format, weil wir reagieren gleich auf den Trailer für Shadow bzw. Crypto Raids und es kommt Shiny Crypto Mewtwo. Habt ihr den Trailer vorhin gesehen? Der hat mich schon ein bisschen gehypt, um ehrlich zu sein. Real Talk. Hier muss ich mich hinsetzen. Wir müssen es so klein machen, so wie diese Anime-Reaction-YouTuber. Weil wenn ich das groß mache und mich klein, dann striken die mich. Dann sperren die das Video. Ich kenne da einen Tick. Der Trailer ist echt gut gemacht, Mann. Also Marketing-Budget ist on point. Digga, wie krass ist das gemacht? Der Song ist auch sehr geil. Boah! Bisschen Gänsehaut, Digga, bisschen. Auch noch ein bisschen. Hä, ich hab einen anderen Trailer gesehen gehabt. Wo war das der? Da haben die so ein bisschen Party gemacht. Warte. Ah, doch, das war der Trailer. Mit ein bisschen so K-Pop-Songs. Schauen wir mal kurz die Kommentare. One of the higher quality videos Niantic has done in a while, auf jeden Fall. Eigentlich ziemlich positiv. Denkt ihr, die löschen negative Kommentare? Wechseln wir wieder auf klein. Schauen uns das Event an. Beim Event Aufsteigende Schatten finden zum ersten Mal Crypto Raids statt. Ja, was soll ich sagen? Also darauf lief es irgendwann hinaus, dass normale Shiny Pokémon nicht mehr reichen. Jetzt gibt es auch noch Crypto Shiny Raids. Aber Digga, ist Mewtwo, ihr wisst, Mewtwo nicht an meine gewisse Bindung. Könnt ihr dieser dunklen Bedrohung trotzen, Trainer? Team Go Rocket wird immer wagemutiger und hackt finstere Machenschaften aus. Sie haben herausgefunden, wie sie Krypto-Pokémon zur Verteidigung von Arenen einsetzen. Diese neuen Krypto-Raids stellen die größte Herausforderung dar, der ihr euch in Pokémon Go bisher stellen musstet. Weiterhin kehrt Krypto-Mewtwo bei den Krypto-Raids in Pokémon Go zurück. Mit etwas Glück könnt ihr dabei sogar zum ersten Mal schillernden Krypto-Mewtwo begegnen. Könnt ihr Team Go Rockets Plan vereiteln oder werden sie es schaffen, Arenen auf der ganzen Welt zu übernehmen? Wir zählen auf euch, Trainer. Weitere Infos zu Crypto Raids findet ihr hier. Ihr gönnt euch das Video von Spieletrend, der hat ein Video dazu gemacht. Die Raids sind schwierig, die werden immer schwieriger, weil die Krypto-Pokémon in Raserei geraten. Fühle ich. Sich in Raserei reden. Es gibt irgendwie weniger Bälle, kein Teambonus und so. Also die wollen es künstlich schwerer machen, um den Meisterball halt zu pushen, weil der Meisterball kommt doch bald. Und ja. Ich meine, wenn es Shiny ist, das ist eh garantiert, oder? Shiny ist aus Raids, ist ja garantiert. Aber wenn da ein 100er Krypto auftaucht, wenn da ein 100er Krypto Shiny auftaucht, man kann die nicht per Fanrate machen. Was für mich ein Problem werden könnte, weil ich habe keine Raid-Gruppen. Ich weiß nicht, wie und wo ich diesen Raid machen könnte. Also ich will auf jeden Fall einen machen. Also Niantic hat es geschafft, dass ich einen Raid machen will. Zumindest meine Tagespässe. Ich werde jetzt kein Geld ausgeben und Raid-Pässe kaufen, aber wäre cool, ein paar Tagespässe auszugeben. Zumindest einen für ein Video. Und dieser wird einfach 100% Shiny Crypto. Und dann gibt es diese Shards, wie heißt das, Scherben. Und dann kannst du irgendwie erlösen und die werden dann ein bisschen schwächer. Und ja, alles klar, ja. Event, dann gibt es noch ein paar andere Krypto-Pokémon. In Raids, ich glaube nicht, dass irgendwie interessant wäre. Für die Battle League gibt es immer ab und zu ein paar interessante Krypto-Pokémon. Vor allem, die sind ja aus Raids, das heißt, die haben ja eine gewisse Mindest-IV. Das heißt, es ist eigentlich schwer, einen 100er zu bekommen. Weil der muss ja nur 13, 13, 13 haben und dann kannst du den erlösen, dann hast du einen 100er erlöst Mewtwo. Was auch ziemlich geil ist. Ja. Irgendwas mit Meisterball demnächst. Ja, keine Ahnung, was ich zum Meisterball sagen soll. Posen. Ja.
muss sagen, ich bin gehypt, tatsächlich. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr gehypt seid. Ich werde jetzt nicht eskalieren, aber die haben mich dazu gebracht, dass ich diesen Raid machen will, auf jeden Fall. Video dazu wird folgen, wenn ich es schaffe. Ich muss echt überlegen, wie ich das mache, Mann. Wo und wie und wann. Digga, ich will nicht in irgendeine Raid-Gruppe wieder rein. Ich muss ein Team organisieren. Avengers-Style. Die Frage ist natürlich auch, wie viele Leute man braucht, weil Krypto immer stärker. Nicht, dass die eskalieren und okay, früher waren X-Raids ein bisschen schwieriger, oder? Oder sage ich da was Falsches? X-Raids waren doch schwieriger, oder? Man hat mehr Leute gebraucht. Aber ich erinnere mich an X-Raids, die konnte man alleine machen, also vielleicht stimmt das gar nicht. Auf jeden Fall, diese Elite-Raids, da braucht man auch mehr Leute. Bin gespannt, also ich muss mir echt überlegen, wie ich hier das mache. Aber das war's von mir, Leute. Ihr hättet nicht gedacht, aber ich bin ein wenig gehypt. Hype-Level 3 von 10. 3,5 von 10. Das war's von mir, Leute. Euch viel Spaß auch an diesem Feiertag. Ich gönn mir. Ihr wisst Bescheid, über Like, Subscribe, kommentieren, checkt die Views ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Checkt den Vlog-Kanal ab. Demnächst Gewinnspiel für die ganzen, für das Gacha, für das Ei und für meinen Ball. Vergesst nicht, Pokémon ist dieses Business.